Schön, dass du wieder auf meinen Kanal gefunden hast. Heute geht es um das Thema Flohmarkt. Flohmarkt und Klamotten. Ich habe ja schon öfters mal Videos hochgeladen, dass ich ja immer gerne so auf Flohmärkten mal stöbere. Ich habe heute ein bisschen was für euch zusammengesucht, was ich so auf den letzten zwei Flohmärkten gekauft habe. Und auch vom letzten Jahr, glaube ich, ist ein Teil dabei. Wenn dich interessiert, was das ist, dann schnapp den Kaffee, schnapp den Keks und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Ja, so auf dem Flohmarkt Klamotten kaufen ist ja nicht so jedermanns Sache. Manch einer sagt sich, ah nee, das mag ich nicht und hier und da. Ist auch jedem selber überlassen. Ich und mein Mann schauen unglaublich gerne auf den Flohmarkt und stöbern darum nach allem anderen Gedöns. Mein Mann guckt immer nach Werkzeug für seine Werkstatt. Da guckt er immer. Ich gucke immer gerne nach Klamotten und irgendwie so Skurrilitäten oder was weiß ich, was eben so auf dem Flohmarkt sich so rumtummelt. Im Winter ist bei uns hier im Norden immer so ein bisschen eine maue Zeit, wie man so sagt. Da ist nicht viel, vielleicht Hallenflohmärkte, aber das ist nicht das Gleiche. Morgens, Sonntagmorgens, ganz früh mit den Hühnern aufstehen und um 7 Uhr auf dem Flohmarkt sein, denn wenn man was Spezielles sucht, muss man einfach früh sein. So im Frühling gucke ich immer gerne mal, mach mal so ein bisschen Inventur in meinem Schrank und guck mal so, was ich so habe, was ich noch anziehe und was ich behalten möchte. Und da gucke ich immer so, Mensch, du hast die und die Hose, da könnte jetzt gut das und das zu passen und so. Und da schaue ich dann immer ganz gerne mal so auf den Flohmarkt, weil da kriegst du manchmal wirklich Markenklamotten zum Spottpreis. Wirklich zum Spottpreis, wie zum Beispiel auch dieses Jeanshemd. Das seht ihr nachher auch nochmal in Kombi, wie ich das so ganz gerne trage. Jeanshemd ist Klassiker. Das Ganze hier ist von H&M, Entschuldigung. Das nagelneu sah das wirklich aus. Also das ist, da war überhaupt nichts mit, gar nichts mit. Ich wasche die Sachen immer einmal durch und das ist wirklich so ein Kombi-Wunder, worüber ich mich sehr, sehr freue, weil Jeanshemd geht immer. Geht immer. Und ich würde sagen, im Laden jetzt H&M, wenn ich mir jetzt so ein, sag ich mal, Jeanshemd kaufe von einer guten Qualität, würde ich mal sagen, bin ich so bei 20, 25 Euro im Rennen. Und ich habe tatsächlich für dieses Jeanshemd 2 Euro bezahlt. Ich wasche es mir einmal durch und dann ist es gut. Und wenn ich es selber nicht mehr gut finde, wie alle anderen Klamotten auch, packe ich das alles in den Sack rein und einmal im Jahr gehen wir selber auf den Flohmarkt und verkaufen. Und dann gebe ich das selber für 2 Euro ganz einfach weiter, also wenn es in einem guten Zustand ist. Ich kaufe mir immer super gerne ganz einfach so Base-Teile. Also wie ein Jeanshemd ist für mich ein Base-Kleidungsstück, was du mit allem kombinieren kannst. Wirklich mit allen Farben, zu allen Gelegenheiten. Gerade jetzt auch so die Übergangsjacke. Da habe ich mir auch eine ganz tolle gekauft, die zeige ich euch nachher. Das ist auch so ein absolutes Multitalent. Und es gibt auch manchmal Dinge so auf dem Flohmarkt, gerade so im Bereich Klamotten. Damit fangen wir jetzt auch ganz einfach an. Und zwar, ich mache mal ein bisschen Platz hier, damit ich das ein bisschen einblenden kann. Und zwar aus dem letzten Flohmarkt-Haul. Ich weiß gar nicht, ob ich es da gezeigt habe oder nicht. Ich werde ganz, ganz oft angesprochen. Ich melde mich ja jeden Tag, wenn es irgendwie geht, bei Instagram bei euch. Und da renne ich oft so im Bademantel rum. Da renne ich ganz, ganz oft im Bademantel rum. Und diesen Bademantel habe ich auch wirklich auf dem Flohmarkt gekauft. Das ist ein ganz edles Stück. So richtig aus einem tollen Material. So ein ganz leichtes Ding, so à la Wellness-Programm. Den ziehe ich unheimlich gerne zu Hause an, weil er ist nicht zu warm, ist nicht so kalt. Am Hals hast du frei, kann schön Morgenroutine machen. Ohne das. Ich habe auch so ganz flauschigen Blauen, der ist auch schön nach dem Duschen. Aber zur Morgen- und Abendroutine ist der nicht so schön, weil du hast immer den Kragen so voll gelollert. Deshalb mag ich dieses Teil unglaublich gerne. Ich weiß nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Lass es 3-4 Euro gewesen sein. Aber der ist so richtig so wie so ein kleiner Kimono. Den finde ich so toll und so klasse. Und das ist so ein richtig Sahnestück eigentlich vom Flohmarkt für mich, was ich jeden Tag gerne nutze und immer wieder gerne anziehe und mich da jedes Mal drüber freue, weil er auch so in Grau ist. Ich stehe ja so, oder wir stehen so auf Grau-Weiß zu Hause und das passt einfach. Das ist ein geniales Teil, was ich nicht mehr missen möchte. Also wenn du mir bei Instagram noch nicht folgen solltest, dann mach das doch ganz einfach. Ich blende das hier mal ein und zwar heiße ich dort auch Graufalter50 und dort gibt es immer jeden Tag ein bisschen eine Story so rundherum, was hier so passiert und die ewige Baustelle hier und YouTube und wenn ich was Neues
Neues bekommen, zugeschickt bekommen, dann erfahrt ihr das dort immer zuerst. Dann mache ich auch kleine Shorts, immer jeden Tag so ein bisschen so ein Look of the Day. Also wenn du magst, gerne ab Nita, gerne bei Instagram mal vorbeischauen. Finde ich auch immer ein ganz interessantes Medium. Da kann man wirklich so alltägliche Dinge einfach hochladen. Finde ich toll und das bringt mir einfach unglaublich Spaß und euch auch, mich auch einfach privat einfach ein bisschen zu begleiten. So, weiter geht's. So, das ist ein Teil, das hatte ich euch bei Instagram auch gezeigt. Das hatte ich auf dem ersten Flohmarkt diesen Jahres gleich gefunden. Ich sage jetzt einfach mal, das ist ein Bolero. Ein Bolero oder so eine Überziehjacke, so ein bisschen gesteppt ist das Ganze, so ein bisschen in Weinrot. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil das auch so ein richtig tolles Kombi-Wunder ist. Und für Wetter, wo T-Shirt einfach noch zu kalt ist und man irgendwie so eine leichte Jacke gerne drüber haben möchte, finde ich die richtig toll. Die kannst du stylen von edel, so ein schwarzes Kleid dazu, dem Bolero drüber. Mit Accessoires kannst du auch immer viel oder eine Menge machen. Ich finde, du kannst ihn rockig stylen. Ich finde, du kannst ihn edel stylen. Das ist ein ganz, ganz tolles Ding. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich dafür bezahlt habe, aber das war auf jeden Fall unter 5 Euro. Da war überhaupt nichts mit. Alles in Ordnung. Einmal durchgewaschen, das Teil. Und das möchte ich jetzt schon nicht mehr missen, weil ich mir letztes Jahr so ein paar grobe Boots geholt habe, auch in so einem Bordeaux-Rot. Und das war so meine Idee, das könnte ganz gut zusammenpassen. Ich finde, das passt zu dunklen Jeans, zu Leggings, zu Jogginghose selbst dazu, zum schönen Abendkleid. Ding kannst du immer anziehen und du siehst immer gut angezogen aus. So, dann das Jeanshemd, was ich mir da gekauft habe von H&M. Also das war wirklich so, das habe ich gesehen, das sah aus, als wenn es im Laden hängt. Das war frisch gewaschen eigentlich, ich habe es aber dennoch nochmal durchgewaschen. Ich gucke mir auch mal ganz gerne die Leute so hin im Stand an und das war eine richtig liebe, tolle Frau. Und wir hatten auch so ungefähr die gleiche Statur und da dachte ich gleich, okay, hier könntest du fündig werden. Das ist auch so ein Kombi-Wunder. Das ist auch so, wenn zu kalt ist für T-Shirt, hau ein Jeanshemd drüber. Das ist so ein Klassiker, ganz einfach. Ist ein tolles Kleidungsstück, was du zu allem einfach anziehen kannst. Auch unter Pullovern, wenn es dann doch noch kalt ist und so. Ich mag das ganz einfach gerne in allen Farben. Das gibt es in Rot und Blau, in allen Farben. Aber ich finde, Jeans ist einfach so klassisch. Mag ich sehr, sehr gerne. Und selbst zusammen mit einem Jeansrock oder so, finde ich das ein ganz tolles Teil und da freue ich mich richtig drüber. So, aus dem letzten Mal, ich glaube, das war auch im letzten Video dabei, aber manche haben das Video ja ganz einfach nicht gesehen, habe ich mir so ein, ich sage, das ist schon fast 80er Jahre, ne? Aber das ist von Adidas so ein kleiner Windbreaker. Ich finde das schwarz-weiß, ich fand das so ein apartiges Muster, da war auch gar nichts los bei der Jacke. Einmal durchgewaschen und das ist so die für mich die optimale Jacke zum einfach schnell drüber schmeißen oder auch so zum Fahrradfahren. So ein Windbreaker, die nicht so ganz so weit ist, sondern ein bisschen enger sitzt. Ich werde immer gut gesehen mit dieser Jacke, weil da kannst du nicht dran vorbeigucken und das finde ich ein ganz tolles Mega-Teil vom Flohmarkt. Auf dem letzten Flohmarkt gefunden, dieses Sträflingsteil hier. Ich ziehe unglaublich gerne gestreifte Sachen an, obwohl man mal sagt, Querstreifen machen fett und bla, ist mir wurscht. Ich mache auch gerne dieses Maritime, weil ich ganz einfach auch maritim wohne. Und zwar kannst du dieses Streifenteil kannst du mit weißer Hose kombinieren, mit schwarzer Hose. Zu Jeans geht das auch, aber finde ich jetzt nicht so schön. Du kannst es auch ohne irgendwas anziehen, aber dann sieht es immer irgendwie aus, als wäre es tüdelig und hättest du Hose vergessen. Aber so zu Hause haue ich mir das Teil auch mal gerne drüber, einfach so pushen an und los. Ne? Finde ich total in Ordnung. Ich finde das ein ganz, ganz tolles Teil, auch mit diesen Taschen da vorne dran. Das gefällt, das ist so ganz lässig, dieses Ding. Und das ist auch so ein Sweatshirt-Stoff. Gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht mehr genau, was ich dafür bezahlt habe, aber es war auch unter 5 Euro auf jeden Fall. Aber das ist auch so ein kleines Kombi-Wunder, was ich unglaublich gerne anziehe, das ganz angenehm auch vom Stoff ist. Geht schön über den Pöschi rüber. Finde ich ein ganz, ganz tolles Teil. Freue ich mich sehr drüber. So, habe ich euch bei Instagram auch schon mal gezeigt, und zwar diese Karo-Hose. Das Ganze ist oben so mit Gummizug und so ein bisschen mit Reißverschluss, dass du es ein bisschen verstellen kannst in der Größe.
Ich finde, das ist so, erinnert mich so ein bisschen so an die Punk-Zeiten, die man so hatte. So, weiß ich, kariert ist irgendwie Englisch, Punk. Die kannst du von punkig, sag ich mal, mit Lederjacke, die ich jetzt nicht im Schrank habe, da müsste ich noch mal gucken auf dem Flohmarkt, die kannst du unglaublich toll kombinieren. Mit allem, finde ich einfach. Also mit schwarzen Oberteil, mit roten. Ich habe dann auch immer meistens diesen Schal dazu an, obwohl er nicht das gleiche Rot hat wie die Hose. Aber ich finde, dieses Karo mag ich unheimlich gerne. Das sieht fröhlich, das sieht bisschen punkig, bisschen rockig so. Mag ich sehr, sehr gerne. Und das ist auch eine Hose, die ich unheimlich gerne trage. Auch so ein Flohmarktfund, wo ich sagte, das ist ein absolutes Plus für mich und für meinen Kleiderschrank. Und die hole ich immer wieder gerne raus. Auch mit Strumpfhose unten drunter, wenn es mal kälter ist. Die ist einfach super bequem. Und da freue ich mich auch richtig über dieses Teil. Ich finde, so ein Must-Have ist diese, ich sag's mal, Übergangsjacke. Die kannst du immer anziehen. Also wenn es wieder zu kalt ist für ein T-Shirt und zu warm für einen fetten Pulli, finde ich diese Jacken immer überaus dankbar. Und sie sind auch einfach Kombinationswunder. Das kannst du zu Khaki anziehen, das kannst du zu Jeans anziehen, das kannst du zu einer kurzen Hose kannst du das anziehen. Zum Rock, das kannst du über dem Kleid, kannst das Ding tragen. Da habe ich eigentlich schon länger mal nachgesucht, aber das ist immer so eine Sache, was schwierig ist auf dem Flohmarkt, weil die natürlich jeder gerne selber trägt. Die gibt es auch in allen Varianten, aber ich habe mich für diese helle entschieden. Leider fehlt der Gürtel daran, der war jetzt leider nicht mehr da, aber das ist für mich jetzt nicht kriegsentscheidend. Ich finde sie trotzdem, das ist eine wunderschöne Jacke, gerade jetzt so für diese Jahreszeit, wo der Frühling denn jetzt endlich beginnt, finde ich das ein ganz, ganz tolles Kombiteil, was eigentlich jeder im Schrank haben sollte, weil das ist, es sieht immer gut aus und ich finde, es hat so ein rockig, sportlichen Charakter. Finde ich so rockig und sportlich. Selbst wenn es weiß ist, also es muss nicht immer rockig, muss nicht immer schwarz oder kariert sein oder was weiß ich, sondern ich finde so, dass durch diese ganzen Knöpfe und Reißverschlüsse sieht es peppig aus und damit kriegst du ein ganz normales weißes T-Shirt mega gut aufgepimpt und das Ding sitzt einfach perfekt und das auch war unter 5 Euro. Das war ein ganz toller Stand, da haben auch ganz, ganz lange gesprochen, weil die hatte so meinen Kleidungsstil ganz einfach und meine Statur und da bin ich richtig fündig geworden an dem Stand. Und nicht nur, dass man so günstig da Sachen kauft, sondern man hält auch immer so einen kleinen Plausch. So einen kleinen Plausch und man lernt da viele Leute kennen. So. Und es ist, Flohmarkt ist ein besonderer Flair, den wir sehr, sehr gerne mögen am Sonntag. Und wir lieben das einfach. Dafür stehen wir auch gerne früh auf, um da einfach so ein bisschen so rumzustöbern und zu gucken. Gefällt uns sehr, sehr gut. So, jetzt kommt so ein Teil, das war ein Kauf. Ich habe es euch auch schon bei Instagram gesagt, gezeigt, das Ganze. Ich bin vorbeigegangen an diesem Stand und habe, ich blende es jetzt hier mal ein, auf so einer Puppe, so einer Schneiderpuppe, dieses Kleid gesehen. Und ich bin da kurz vorbei, habe abgebremst, habe geguckt und die hatte lauter Kleider aus den 50er Jahren, also so nachempfunden. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich fand das so wunderschön, dieses Kleid. Es ist leider bei meiner Mopsgröße etwas Spack. Oder wie sagt Guido immer, es ist etwas Spack oben. Ne? Also das quetscht schon ganz schön raus bei mir, so mein Armfett und so. Ich finde es ein wunderschönes Kleid. Dazu gab es den Petticoat, gab es noch dazu. Ich habe für das Ganze, glaube ich, 30 Euro bezahlt, also für das Kleid und für den Petticoat. Mein Mann sagt, dein Herz? Und ich sage, ich finde das so schön. Ich hatte das an, er fand das auch richtig schön, aber sagte, das ist ein bisschen Spack, ne? Es ging nicht so richtig hinten zu. Mittlerweile habe ich mal so einen anderen, sag ich mal, BH drunter gezogen, dass das so ein bisschen mehr zusammengeragt ist alles. Der hat es dann auch gepasst. Aber es quetscht schon oben ein bisschen raus bei mir. Man könnte natürlich ein Bolero oder so drüber ziehen, aber ich finde, so ein Kleid sollte nur alleine strahlen. Und das steht für mich jetzt auch zum Verkauf. Also wer Interesse hat für solche, das ist von der Firma Hell Bunny. Da könnt ihr auch schauen im Internet. Die haben alles so zum Thema 50er Jahre, Gothic, tralala hin und her. Ich finde es ein wunderschönes Kleid. Ich habe es gut gewaschen, gut weggepackt. Wenn jemand Interesse hat, bitte melde dich bei mir. Das ist Größe M, ist das? Größe M. Hat auch so ein bisschen Stretchanteil so am Rückenteil. Aber es wäre ein Kleid, wenn ich da
mit sitzen würde den ganzen Abend und essen würde, würde es irgendwann aufplatzen. Also das ist echt am Limit, das Ding. Aber ich fand es so wunderschön, so wunderschön. Und hätte ich das nicht mitgenommen, dann hätte ich das bereut. Dann hätte ich das bereut. Kennt ihr das, wenn man Sachen sieht und denkt so, hättest du das bloß mitgenommen? Und ich musste das einfach mitnehmen. Das, ich finde das so wunderschön. Und wenn vielleicht das von deiner Statur her passen könnte, dann melde dich gerne bei mir, dann können wir uns sicherlich einig werden über den Preis. Aber ich finde das ein wunderschönes Kleid. Ich finde das wunderschön. Und wenn es keiner haben will, dann behalte ich es einfach und gucke es mir ab und zu mal an. Und vielleicht ziehe es auch mal an, wenn ich mal zu einer Cocktailparty eingeladen bin, wo ich nur Schnee und es nur kleine Schnittchen gibt oder so. Ne? Dann kann ich auch das bisschen, was ich esse, könnte ich dann auch trinken. Und dann wird es auch passen. Und ich könnte mich auch bedenkenlos ein- und ausatmen, ohne dass es zu platzen droht hinten. Aber das ist schon ein schönes Ding. Das ist ein schönes Ding, das ist sehr speziell, aber auch so für Motto-Partys oder einfach, wenn man Bock drauf hat, so Richtung 50er, finde ich das ein wunderschönes Kleid. Also, wenn du Interesse hast, meld dich bei mir. Ja, das waren so die Flohmarktfunde so aus letzter Zeit. Ich denke mal, da wird sicherlich, weil die Saison beginnt ja erst, sicherlich mal wieder ein Video drüber kommen. Mich würde mal interessieren, das habe ich im letzten Video auch gefragt, wie stehst du zu Flohmarkt? Sagst du, nein? Mache ich nicht. Also ich kaufe auch alles außer Schuhe, Unterwäsche, BHs und solche Sachen. Das kaufe ich mir nicht auf dem Flohmarkt. Da habe ich irgendwie so eine innere Sperre. Das geht für mich nicht, auch Socken und sowas nicht. Aber so Bekleidung, Oberbekleidung, T-Shirts und solche Dinge und Hosen, gerade auch Jeanshosen, kaufe ich gerne. Wie stehst du zu dem Thema? Sagst du, Flohmarkt ist für mich immer interessant, gucke ich auch super gerne oder sagst du, nee? Das würde mich mal interessieren, welche Meinung du dazu hast. Wenn du eine gute Meinung zu dem Video hast und zu mir hast und sagst, Mensch, die könnte ich mir mal öfters angucken, dann lass mir gerne ein kostenloses Abo da, reiß den Daumen nach oben, hau einen Kommentar rein, denn so kann ich ganz einfach sehen, dass dir dieser Content, den ich hier mache, dass dir das ganz einfach gefällt. Ich fand das heute wieder ein sehr abwechslungsreiches Video, hat mir sehr viel Spaß gebracht, die Sachen auch nochmal so ein bisschen zu zeigen und zu kombinieren und ich finde, dass gerade jetzt im Frühjahr hat man auch so das Gefühl irgendwie, da doch mal Klamotten austauschen zu müssen und weg vom Strickpulli, obwohl ich die auch im Sommer anziehe. Ne? Bin ja so frosty, ne? Aber das bringt unheimlich viel Spaß, weil ich finde, Bekleidung ist nicht nur da, um warm zu halten, sondern ist auch ganz einfach da, so wie eine Brille, ist ein Accessoire. Und Klamotten drückt auch immer so ein bisschen so die Lebensweise, will ich jetzt nicht sagen, aber deinen inneren Style, das drückt das einfach aus. Und Klamotten ist so, ich stehe morgens auf, gehe in den Schrank und denke mir dann so, heute hast du Bock auf rockig. Heute bist du auch innerlich so ein bisschen, ne? Heute habe ich Bock auf rockig, heute habe ich Bock auf Mädchen. Ich habe auch manchmal eine Mädchenphase, wo ich mir ein pinkes Kleid hole oder was weiß ich. Und meine jetzt so, ich muss mal wieder Mädchen sein. Manchmal sind es auch Sachen, wo ich denke, wo ich ausgefallene Sachen kaufe. Wie zum Beispiel auch, was weiß ich, aber die habe ich mir neu geholt, eine Latzhose. Mein Mann sagt, ist dein Ernst oder was, ne? Mittlerweile findet er die richtig toll. Aber ich trage auch mal gerne Latzhose oder solche Dinge. Ich finde es schön, sich da jeden Tag neu zu erfinden, sich jeden Tag neu zu erfinden und jeden Tag ganz einfach so das Beste aus sich rauszuholen und was zu mir, zu meinem Style und einfach zu meiner Laune einfach passt. Das finde ich schön, wenn das abwechslungsreich ist in meinem Schrank. Obwohl, ihr wisst ja bei Instagram, mein Schrank ist sehr, sehr klein. Sehr, sehr klein. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Aus Kiel.